Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar heute werde ich ein Herbst-Make-up-Look schminken. Ich habe schon, wie man sieht, Make-up, Concealer, alles drum und dran drauf. Und ich werde mich heute mit dieser, werde ich mein Augen-Make-up machen, mit der Huda Beauty Palette. Das sind so richtig schöne Herbstfarben drin, wie man sehen kann. Und ich werde heute eine Cut Crease ausprobieren. Ja, da habe ich extra so einen Stift dafür. Stift, Pinsel. Und ja, da würde ich sagen, fange ich jetzt einfach mal an. Ich zoome das mal ein bisschen ran, damit man mehr sieht. Ja. Ich werde einfach mit so einer normalen Farbe beginnen. So. Ich habe jetzt hier so einen kleinen Pinsel nur. Die trage ich einfach hier ganz normal als Grundfarbe erstmal auf. Und ziehe die ruhig ein bisschen höher. Sieht doch schon mal gut aus. So. Ich mache erstmal das eine Auge und dann auch das andere. Eigentlich mache ich immer beides so gleichzeitig. Aber jetzt. Jo. Das lasse ich erstmal so. Jetzt gehe ich ich gehe jetzt erstmal in diese Farbe hier rein und danach vielleicht noch in die, aber. Muss ich erstmal schauen, ich will nichts verkacken. Da gehe ich hier hinten einfach hin, so mehr in die Falte rein. Ich glaube, ich nehme mal lieber einen anderen Pinsel. Ist ein bisschen besser. So. Immer abklopfen, damit nicht zu viel Produkt auf dem Pinsel ist. Einfach nur in der Lidfalte. Yep. Und jetzt gehe ich, denke ich mal, doch in diese ganz dunkle Farbe rein. Wirklich ganz, ganz, ganz wenig nur. Gut abtupfen. Und jetzt nur im hinteren Bereich. Ja, sieht man ein bisschen. Hier aufs Augenlid ist nicht schlimm, wenn was drauf geht, weil da mache ich dann eh die Cut Crease hin und dann sieht man das eh nicht mehr. So, ich denke, es ist jetzt erstmal so. Die Base ist erstmal aufgetragen. Dann verblende ich das einfach noch ein bisschen. So. Okay. Jetzt kommt die Cut Crease dran. Wo ist denn mein Concealer? Hier. Ich mache das extra mit Concealer, weil... Mache ich eigentlich immer, also wenn ich eine Cut Crease mache, mache ich es immer mit Concealer und habe hier so einen, wie nennt man den denn? Ich weiß gerade nicht, wie man den nennt, aber auf jeden Fall so einen flacheren Pinsel. Streife da einfach ein bisschen Concealer hin. So. Ja, gut, nicht runterfallen. Okay, jetzt brauche ich wieder meinen Spiegel und ich hoffe, es klappt. Gleich beim ersten Mal. Ich trage hier unten erstmal auf, drücke nach oben, damit ich sehe, wo der Rand ist. Ich mache das jetzt das erste Mal mit diesem Pinsel und es geht besser, als ich es sonst mache. Viel besser. Da brauche ich noch ein bisschen Concealer.
konzentriert hier. Okay. Ich hoffe, es sieht am Ende genauso aus wie so hier, wie hier, weil das ist immer so das Problem. Genauso wie mit Augenbrauen. Die eine sieht immer besser aus, viel besser als die andere. Und das regt auf. Mädchen, jedes Mädchen fühlt mich gerade. So, und dann versuche ich hier wie so ein Wing zu machen. Einfach, damit das hier einfach wie so ein, ne, wie so ein Wing ist. So. Aber sehr viele können das, dass die so eine richtig, also wirklich richtig scharfe Cut-Crease machen. Und ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Ich muss da noch ein bisschen üben drin. Aber ich habe mich auf jeden Fall verbessert, möchte ich jetzt mal behaupten. Das mal, falls ihr irgendwas im Hintergrund hört, die Luciana schnarcht gerade und schläft. So. Ich denke mal, das lasse ich jetzt so. Ich verblende das dann noch mit meinem Beauty Blender ein bisschen. Aber doch, es ist mir schon ziemlich gelungen, muss ich sagen. Da kommt dann noch eine etwas glitzernde Farbe hin. So, und jetzt mache ich das andere Auge. Bitte, bitte, bitte werde genauso wie auf der anderen Seite. Jetzt muss ich mich ein bisschen drehen, damit man das alles schön sieht. Abtupfi. So. Ich finde halt an der Palette schön, also ich habe die jetzt schon ein bisschen länger, beziehungsweise meine Mutter hat die schon ein bisschen länger. Und es sind wirklich, es passend zum Herbst einfach, weil der Herbst, der naht ja schon ein bisschen. So, sieht das ungefähr gleich aus? Ja, ne? Ja. Gut. Jetzt gehe ich wieder, also ich mache das gleiche wie bei der anderen Seite auch. So. Für die Lidfalte empfehle ich immer, einfach das Auge ein bisschen weiter aufzulassen noch. Boah, ich bin überrascht. Ich bin krass überrascht, wirklich. So, und jetzt kommt wieder die dunkle Farbe. Ganz, ganz wenig nur. Und das habe ich jetzt alles nur mit einem Pinsel, also mit demselben gemacht. Egal. Boah, hat sie es jetzt bald? Die, ohne Scheiß, die ist schlimmer als ein Mensch, wenn es um Schnarchen geht, wirklich. Die schnarcht genauso wie so ein Mensch. So, jetzt habe ich es auch. Boah, ich habe es geschafft. Aber noch nicht so früh vorhin. Jetzt kommt die Cut Crease auf der Seite. Okay. Wo ist mein schöner Concealer? Da oben habe ich ihn hin. Und das ist immer noch der von Essence. Ich habe gemerkt, ich brauche eine neue Farbe. Irgendwie, ich brauche einen etwas dunkleren. Der ist mir zu hell, langsam. So. Ja, passt erstmal. Okay. Spiegel. Boah. Okay. Den Wing mache ich einfach gleich schon.
es sieht ein bisschen anders da aus als auf der anderen Seite, oder? Irgendwie schon. Egal. Nicht schlimm, kann mal passieren. So. Na, ich muss noch eine Ladung nehmen. Weil hier ist ein bisschen heller als hier. Dann muss ich noch mal ein bisschen drauf tun. Jupp. Aber ich habe einmal eine Cut Crease richtig gut hinbekommen, als ich die Huda Box vorgestellt habe, also die Palette. Das war irgendwann im Winter. Da habe ich die richtig gut hinbekommen. Ich war mega stolz auf mich. Und dann habe ich es zwischendrin nie so richtig geschafft. Und jetzt geht's. So. Ich denke mal, ich hab's. Ich ziehe hier nochmal kurz nach. Oh shit. Ich hab verkackt. Okay, ich lasse es jetzt so. Bevor noch irgendwas passiert, ich lasse es jetzt so. Jetzt hole ich mir nochmal mein Beauty-Schwämmchen zur Hilfe. Und mache das noch gerade. Das Ding ist, ich würde halt wirklich gern mal einen richtigen Eyeliner benutzen, aber ich kann diesen Eyeliner-Strich kann ich einfach nicht. Und das regt mich immer krass auf, aber was willst du machen? Okay, das sind jetzt mehrere Goldtöne drin. Da werde ich jetzt einfach mal einen benutzen. Ich glaube, ich nehme von jedem mal so ein bisschen. Ich mische das irgendwie einfach so ein bisschen. Ich nehme jetzt den oberen hier. Und tupfe, ich fange hier an, tupfe das so drauf. Es dauert halt mit so, ich sage jetzt mal Puderglitzer, ein bisschen länger immer. Als mit diesem richtigen Glitzer. Aber das richtige Glitzer, was halt extra für Augen-Make-up ist, das bekommt man so schwer von der Haut runter. Deswegen nehme ich nur immer so Puderglitzer. Aber es macht sich bis jetzt ganz okay. Also da gibt es noch einen helleren Ton. Den mache ich dann hier ganz vorne hin. Okay, jetzt nehme ich den helleren Glitzer-Goldton und gehe damit hier vorne hin. Oh ja, das sieht schön aus, das sieht echt schön aus. Ich benutze die Palette auch gerade zum allerersten Mal, nur so. Und ich verblende die zwei Farben jetzt einfach noch so ein bisschen. Wow! Wow! Ich finde, das sieht nice aus. Wisst ihr, wenn man auf eine Feier geht oder so? Warum denn nicht? Okay, gibt's da noch einen? Ja. Da gibt's noch einen etwas dunkleren Glitzerton, die 2. Aber ich glaube, ich nehme mir den unteren, also den etwas helleren noch und gehe damit nochmal hier ganz hinten hin. Versuche diesen Ring hier noch mal ein bisschen aufzubauen. Ich glaube, das klappt eh nicht so gut, also.
Ich finde es krass, irgendwie. Ich fühle mich gerade so krass, dass ich das mal geschafft habe. Okay. Jetzt mache ich mich noch schnell. Ja. Drücke ich mir noch meine Wimpern hoch oder brauche ich meinen kleinen Spiegel, damit ich alle Wimpernhärchen mit reinbekomme. So. Ich mache das immer so. Wups. Ich drücke das einfach so lange, also ein paar Minuten oder ein paar Sekunden. Dann tusche ich die ganz normal. Boah, das brennt. Oh. Dann tusche ich die ganz normal und drücke die dann, wenn die Wimperntusche getrocknet ist, nochmal ein bisschen hoch. Ja. Wimperntusche. Das ist eine von Milk. Milk? Ja, Milk. Die war mal in so einem Geschenk-Dingens drinne. Und die mag ich eigentlich vor allem. Also diese Bürste, die ist schon geil. Benutze ich sehr gerne. Ich muss immer so aufpassen, wenn ich meine Wimpern mache, damit hier aufs Lid dann nichts draufkommt und ich alles verschmiere. Weil sonst, das wird dann nichts. Ich mache es auch gar nicht so krass viel jetzt noch. Ja, das lasse ich jetzt so trocknen und dann tusche ich es am Ende, wenn es getrocknet ist, nochmal ein bisschen hoch. Ja, Wimpernzähnchen noch. Brauche ich wieder meinen Spiegel. Spiegel ist lebenswichtig, Leute. Damit man auch sieht, wie man aussieht, ne? Meine Wimpern waren mal eine ganz lange Zeit einfach nicht vorhanden. Also wirklich gar nicht. Okay, reicht erstmal. So, wups, ihr seht ja gar nichts. Sorry. Geil. Okay. Das lasse ich jetzt so. Ja, sorry. Die eine Wimpernseite sieht immer anders aus als die andere. Sorry. Und ja. Okay, wo ist denn mein anderer? Yes. Gut. Ich debbele. Hab vergessen, hier das Glitzer hinzumachen. Ich debbele. Jetzt muss ich meine Wimpern noch mal kurz ein bisschen hochbiegen, aber ist ja nicht so schlimm. Jetzt habe ich es geschafft. So, jetzt tue ich meine Wimpern noch ein bisschen hochbiegen. Ja. Nochmal kurz tuscheln und mit den Lippen, wegen Lippenstift, mache ich das einfach so. Ich tue gleich einen normalen Labello drauf und tue dann eins von diesen Lidschattenfarben mit drauf, also so Glitzer.
Die eine Wimpernseite sieht bei mir immer ein bisschen anders aus als die andere, aber ist genauso wie mit Augenbrauen. Ist genau das gleiche. Okay, Lippen. Ich habe hier jetzt so ein Bliss-Tags. Jeder spricht das anders aus, deswegen ganz nah erstmal da. Der ist komplett weiß, einfach ein Labello. So. Und dann, ich nehme jetzt einfach mal so einen etwas puffigeren und gehe dann einfach in ein paar Goldtöne einfach rein und tippe das einfach hier so drauf. Sieht es auch aus wie so ein Lippenstift. Kann auch mit dem Finger noch mal ein bisschen drüber. Wow! Also, wie gesagt, ich habe jetzt diese Palette das erste Mal richtig benutzt. Ich muss sagen, ich bin positiv überrascht, wie auch sonst immer alles von Huda Beauty. Ups, ein bisschen wack, dass man mich gescheit nochmal sieht. Ja, das ist jetzt das Endergebnis noch geworden. Die Cut Crease sieht man jetzt nicht mehr so mega krass, aber es ist besser gelaufen als sonst, sagen wir es mal so. Und ja, ich habe jetzt noch diese hier liegen und so weiter und so fort. Und diese Marke ist halt auch geil. Ich finde die richtig geil und kann sie einfach nur weiterempfehlen. Ich meine, sind teilweise ein bisschen teuer. Ich finde es jetzt nicht teuer, weil du kannst damit alles machen. Du kannst damit verblenden, du kannst es jetzt ein bisschen als Lippenstift benutzen. Du, einfach alles. Alles. Und ja. Gibt es für jeden Geschmack eine Farbe, also wie hier, aber jetzt so pink oder so benutze ich jetzt auch nicht, weil ich eigentlich nur Brauntöne benutze, aber hier so schöne Goldglitzertöne und so weiter. Einfach geil, einfach nur geil. Und ja, das war jetzt mein Herbst-Make-up-Look. Ja, also ich finde, ich habe mal die Cut Crease gut hinbekommen und ich werde es auf jeden Fall weiter üben. Eyeliner muss ich irgendwann auch nochmal gescheit üben. Ich will das können. Ich will einen Eyeliner können, aber ich kann es nicht. Also muss ich üben. Ich muss üben, üben, üben. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns bei meinem nächsten Video und dann bis dann.